Ja, vielen Dank an euch beide. Wir machen jetzt weiter im Programm und zwar mit Berlins Bürgermeister, dem Kultursenator nicht nur der Herzen, sondern de facto Spitzenkandidat bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 26. September. Klaus Lederer ist aus Pankow zu uns zum Fest der Linken hier in den Festsaal Kreuzberg gekommen, um heute einen etwa 20-minütigen Speed-Talk zu halten. Kein Speed-Dating, Speed-Talk. Zu Gast bei dem berühmtesten Schnellsprecher der Berliner Landespolitik ist hier aus Kreuzberg die Partylöwin, Drag Queen, Kulturschaffende, Politaktivistin und neuerdings auch linke Kandidatin fürs Abgeordnetenhaus, Gloria Viagra. Tja, und da haben sich tatsächlich zwei Leute gefunden, die sich in ihren Themen so krass und so schnell betteln, dass wir so hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen gewettet haben, dass sie in diesen 20 Minuten mehr Themen anschneiden, als es in Berlin Bezirke gibt. Ich bin da sehr gespannt. Ihr könnt ja schon mal Zettel rausholen und Strichliste führen, wenn sie sich unterhalten über Mietendeckel, Kultur, Corona-Krise, queeres Leben oder Solidarität in einer Gesellschaft, in der einfach immer eigentlich der Ellen Bogen zählt. Und wenn Sie dann Berlin oder Ihr Gespräch so wortreich einrahmen wie die Klinker am Roten Rathaus, dann werden wir, glaube ich, auch einen kleinen Eindruck bekommen von den Communities, von den Kulturen und von den Lebensrealitäten in Berlin. Weil das Ziel bleibt eine Stadt, die für alle möglich ist, zu leben, zu genießen und zu arbeiten. Und vielleicht schaffen Sie das nicht nach diesen 20 Minuten, die Sie jetzt haben, aber dann spätestens nach dem 26. September und zwar mit einem krachenden Wahlerfolg, denn dann sind die Berliner Senatswahlen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Gespräch zwischen Gloria und Klaus. Und Studio Kreuzberg übernimmt. Vielen Dank, ihr Lieben. Wir werden vermutlich dieses Battle mit den schnellsten Fragen, mehr Fragen als Berliner Bezirke nicht schaffen. Aber eure Themen, die ihr angesprochen habt, die werden wir vermutlich ansprechen. Hallo, herzlich willkommen, Gloria. Es ist mir ein großes Vergnügen mit Hallo, dir. Hallo Klaus, mein Schatz. Wir haben uns vorgenommen, wir machen ein bisschen Tickenschlampen heute. Und deswegen trinken wir jetzt natürlich erstmal einen exzellenten, ich vermute, das wird Rotkäppchen trocken sein. Rote Kapuze. Also erstmal zum Wohl auf euch alle. Und ja, pass mal auf. Das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, Gloria und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange. Was ich mir wirklich, als wir uns kennengelernt haben und auch die ersten Jahre nicht hätte vorstellen können, ist, dass wir zusammen mal auf einer Liste stehen, auf einer Kandidaturliste fürs Abgeordnetenhaus in Berlin. Wie, Gloria, kam eigentlich der Punkt, dass du für dich als linke Aktivistin, als jemand, der ja in so einer Szene auch durchaus sagt, ey, diese Unabhängigkeit, diese Freiheit, ich muss mich da nicht zuordnen, die ist ja auch was wert. Wie kam es dazu, dass du dir gesagt hast, nee, ich will jetzt mal Farbe bekennen, ich will jetzt mal hier irgendwie sagen, jetzt die Wette quillt? Ich finde einfach, es war an der Zeit. Es war einfach so, das ist so gereift. Überlegt habe ich das schon länger. So, und ja, genau das, was du sagst, irgendwie dieses eben mein ganzes Leben lang außer parlamentarisch gearbeitet oder aktiv gewesen. Und ich finde aber einfach irgendwie jetzt, ja, ich bin in dem Alter, ich kann mal auf dem bequemen Sessel langsam. Und ja, also ich finde, das ist einfach so eine Fortführung von dem an anderen Stellen und ich finde einfach, es ist fucking Zeit für Diversität auch in den Parlamenten und es ist einfach, wir müssen Farbe kennen und ich denke, da ist die Einzelpartei, wo ich mich tatsächlich dann halbwegs aufgehoben fühle, ist die Linke, so, also von meinem ganzen Verständnis her und deshalb, aber also ja, sitze ich jetzt hier als bunter Punkt. Ausrufezeichen. Und du hast auf dem Parteitag so eine Rede gehalten. Also ich meine, irgendwann kam dann, ich würde mich auf eure Liste setzen, dann kam das so, naja, also für mich selber so in der Wahrnehmung, ja, das klingt ja interessant, erzähl uns doch mal was über dich. Und dann hast du auf dem Parteitag eine Rede gehalten und die Leute haben dich schon ein bisschen gefeiert und das ist auch ein verdammt gutes Ergebnis. Erzähl mal was, wie kommt jemand wie du nach so und so vielen Jahren dazu auf der Rede so eine
auf dem Parteitag so eine Rede zur eigenen politischen Biografie zu halten. Und vielleicht erzähl doch mal ein bisschen was über deine Station, weil ich fand das schon ziemlich irre. Also als Kind schon sozialisiert mit und immer im Klassenkampf. Ja. Naja, also es ist tatsächlich, ich glaube, es liegt tatsächlich am Alter. Ich bin jetzt 55 geworden vor ein paar Wochen und ich mache auch keine Ziehbändchen mehr, sondern irgendwie, ich habe jetzt die Falten, die ich habe, da habe ich lange für geackert. Und es ist einfach so, ja, wir sind 72 nach Berlin gekommen, von meinem Vater geflohen, der uns verprügelt hat irgendwie. Und in eine WG gezogen mit meiner Mutter, meiner Schwester und da war es los. Die Vietnam-Antikriegsdemo waren die ersten, die wir waren. Dann Putsch in Chile gegen Franco-Diktatur, die Tuva-Demos, wo zum ersten Mal die Bullen wirklich in die Demo rein sind, vor uns die Leute niedergemacht haben, wo ich dann jahrelang nicht mehr auf die Demo bin. Dann erstmal zum ersten Mal, was ich sagen muss, was die tollsten Demos waren, waren die Frauendemos. Walpurgisnacht-Demos wirklich entschlossen und also ohne die Frauen gibt es keine Revolution, ist einfach so. Und dann war ich tatsächlich auf dem ersten CSD. Und ja, und immer so weiter. Dann habe ich irgendwann mein Coming-out gehabt, wofür ich gebraucht habe, weil ich tatsächlich gesagt habe, wenn ich jetzt sage, ich bin schwul, dann sagen alle Kinder in der Erziehung, weil ich auch immer in meinen WGs und sowas gewohnt habe. Und das wollte ich tatsächlich nicht, das habe ich lange rausgezögert, obwohl es mir lange klar war. Aber es war tatsächlich auch so, ich war schon in der Grundschule, waren schon die Schwuli-Schwuli-Rufe. So wirklich, ich habe in den Pausen auf dem Pausenhof Leberwurstbrot in die Fresse gekriegt und also war schon immer so, schon auch drangsaliert, das habe ich jetzt neulich erst mal wieder so nachvollzogen, das hatte ich sehr verdrängt und habe immer mit den Mädels gespielt und einfach auch, wo ich einfach auch nochmal merke, wie wichtig das in der Bildung auch ist, irgendwie, wir müssen da fucking, es geht ja gar nicht darum, irgendwie alle zu verschwulen oder was da immer gesagt wird, sondern es geht darum, dass die Leute, die merken, sie sind anders und sowas, dass die kapieren, worum geht es und irgendwie endlich ein entspannteres Leben haben und nicht irgendwie sich die ganze Zeit ausgesondert und sonst was fühlen irgendwie so. Und ja, und dann ging's, also dann hatte ich erstmal eine Weile mit meinem Coming-out zu tun und habe das erstmal gemacht und dann habe ich aber gemerkt, das hängt aber alles zusammen. Man muss tatsächlich auch über den Tellerrand hinaus gucken und Unterdrückung und Ausgrenzung ist einfach immer letztendlich die gleichen Mechanismen auch oft und die muss man benennen und dagegen muss man vorkommen. Man muss eben genau das solidarisch sein irgendwie und diese Ellenbogengesellschaft und ich, also hier gerade mit Corona auch wieder, wir sind alle solidarisch und scheiß sind wir solidarisch, wenn wir ums Klopapier kämpfen und jetzt irgendwie gerade alle gucken, dass ihre Beziehungen spielen lassen, damit sie die erste Impfung kriegen oder sowas. Da frage ich mich, wo ist die Solidarität? Also so, da müssen wir schon noch anders aufeinander gucken und das ist irgendwie, ja, es ist irgendwie so, ich bin gerade bei Werten, also es ist sehr konservativ eigentlich, aber ich finde wirklich, wir müssen wieder andere Werte vermitteln und auch wirklich, wie wertvoll ein Menschenleben ist, wie respektvoll man miteinander umgehen muss und das kriege ich, glaube ich, anders gebacken jetzt auf diesem Weg, den ich machen will. Wie kommt das eigentlich, also dass du jetzt seit Jahren, du bist eine erfolgreiche Entertainerin in Berlin, was kann man schon sagen? Also du hast sozusagen ein paar Jahre, Jahrzehnte würde ich schon fast sagen, queeren Partys, ja, das sind Jahrzehnte, queere Partys hinter dir und du bist durchaus eine Figur, mit die sozusagen im Selbstbewusstsein, mit einem queeren Selbstbewusstsein in diese Stadtgesellschaft gewirkt hat. Wie wurdest du eigentlich eine Drag Queen? Ich bin mit Pailletten geboren, ich sage mal Paillettensteißgeburt und es ist so, ich habe mit meinen Schwestern, mit meiner Schwester hier im langen Berliner Flur haben wir Modenschauen gemacht, wie wir 5 und 6 Jahre alt waren, also es war schon immer so, deshalb sage ich, eigentlich war das so früh klar und dann verleugnet man sich selber so lange irgendwie, weil man es doch nicht wahrhaben will oder was es, weil ich vielleicht, es gibt Leute, die das Selbstbewusstsein haben, so rauszukommen oder so, ich hatte es nicht, ich habe mich immer so durchgeschlängelt und habe lange gebraucht. Und habe dann irgendwann mal, es gab hier den offenen Kanal, wo man so sich anmelden konnte und dann Sendungen machen konnte. Und da haben wir dann mal so eine bunte Show von 1,5 Stunden gemacht. Und da haben mich meine Freunde zum ersten Mal als Drag geschminkt. Und ich wollte es nicht mehr ausziehen. Und das war irgendwie mein Ding. Und dann war das natürlich damals noch, in der 80er, 90er war halt der Berliner Tuntentrash, wo ich so sage, also politisch und eben auch immer noch diese klassische Travestie mit Federn und Pailletten eben auf auch das nochmal zu parodieren und sowas und auch selbstbewusster irgendwie da auf dem CSD oder sonst was aufzutreten.
Und ja, so kam das. Und dann irgendwann bin ich mit über Ibiza, dann Ende der 90er, hat sich dann halt mein Stil nochmal verändert. Und dann wurde das tatsächlich auch eine Profession, was ja vorher nur Hobby und Leidenschaft und Lebensgefühl war. Und ich würde auch, weil das immer wieder gesagt wird, ich bin keine Kunstfigur, finde ich. Also ich sträub mich dagegen, weil ich keinen anderen Charakter habe, wenn ich Dinge. Also ich bin privat auch so. Also es ist ein ganzer Teil von mir. Deshalb würde ich auch sagen, ja, das, also Gloria Viagra bin auch ich. Das ist keine Kunstfigur. Du hast das jetzt in den Pass eintragen lassen und es hat auch was damit zu tun, dass ja. du es gerne im Pass lesen möchtest. Ja, ich bin, also das, ich bin es. Es kann auch jeder lesen. Und ich möchte auch mit Gloria Viagra unterschreiben können, rechtsgültig. Und deshalb habe ich es jetzt im Pass eintragen lassen, Anfang des Jahres. Aber es ist schon interessant, dass du jetzt erstmal erzählt hast, dass du in einer, im Grunde sozusagen als sehr, sehr junger Mensch schon aufgewachsen bist in einem sehr politisierten Umfeld, dass so Dinge wie Vietnamkrieg und so weiter, verrückterweise alles Dinge, die vor meiner Zeit waren. Ich bin 8 Jahre jünger als du, aber man merkt 6 Jahre schon, war ich man da. Merkt schon, man merkt schon, ja, aber es ist schon für mich auch immer wieder selber interessant ja. wahrzunehmen, wenn Menschen, die jetzt gar nicht so viel älter sind als ich, dann doch nochmal wieder ganz andere Sozialisierungserfahrungen haben. Und trotzdem kam eigentlich sozusagen der Themenkomplex sexuelle Identität und Orientierung durchaus später, schon nach dieser politischen... Viel später, so. Ja. Und was hat es trotzdem, warum hat das eine für dich mit dem anderen zu tun? Ich denke jetzt auch an so Dinge wie beispielsweise... Naja, also so Sarah Wagenknecht Bemerkung, wir kümmern uns nur noch um Identitätspolitik, um die wahren sozialen Fragen, kümmern wir uns gar nicht mehr. Wie reagierst du auf sowas, wenn du das hörst? Naja, also das finde ich einfach, man kann viel, ich bin da auch manchmal kritisch mit der Identitätspolitik, aber ich finde das Ausspielen gegeneinander zum Kotzen, also darum geht es überhaupt nicht. Ich finde, es gibt viele Minderheiten und die müssen gehört werden und es muss einfach auch eine Selbstverständlichkeit sein. Identitätspolitik ist für mich einfach auch, sich seiner Privilegien bewusst zu sein. Und das einfach auch immer vor Augen zu haben. Ich meine, Demokratie ist ein fortwährender Prozess von Auseinandersetzung. Es geht auch darum, andere Meinungen zu akzeptieren. Es geht auch darum, sich immer wieder zu streiten. Aber man muss irgendwie einander respektvoll begegnen. Jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Hast du schon bei Deutsche Wohnen enteignen unterstützt? Ja, ich stelle die Themen durch. Nein, aber das ist einfach... etwas Speed-Dating wurde ganz gefragt. Wichtig. Nein, aber ich finde es auch ganz wichtig. Und deshalb will ich auch ins Parlament irgendwie. Und viele werden sagen, da sitzt ein Clown und sonst was, bis sie mich irgendwie vielleicht sehen, wie ich bin und was. Ich kann auch politisch. Ich möchte ernst genommen werden. Ich will hier von euch ernst genommen werden. Ich will von euch ernst genommen werden. Ich will von allen ernst genommen werden, weißt du? Nur weil ich, also das geht ja schon wieder nach dem Äußeren zu beurteilen und sowas. Und ich finde aber auch eben einfach, ja, es ist auch an der Zeit, Platz zu machen für Leute. Weißt du, also irgendwie, sei es Inklusion, wird immer groß geschrieben, aber wo sind die Leute irgendwie? Wo sitzen die in den Ausschüssen, in den Gremien, in den Parlamenten irgendwo? Wo sind die Leute? So, wir müssen Platz machen. Wir müssen uns unserer Privilegien bewusst sein. Da kann man diskutieren. Das ist auch nicht bequem. Wir müssen diese Diskussion aber einfach führen, finde ich, weil danach wird es viel einfacher für uns. Jetzt bist du als Kulturschaffende lange Jahre immer wieder unterwegs gewesen, vor allem bei Veranstaltungen, die jetzt eigentlich streng genommen seit 15 Monaten nicht mehr funktionieren. Also das war sozusagen, wir sind uns oft begegnet, wir sind uns bei diversen Veranstaltungen begegnet. Du hast manchmal auch für die Linke, auch für die PDS damals, kurzfristig bist du eingesprungen, hast gesagt, wir machen mal was zusammen. Das ist jetzt alles, aber auch die Auftritte in richtig großen Events in der Stadt, die auch ein bisschen zum Queeren, zum bunten Leben von Berlin dazugehören, das findet jetzt alles seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr statt. Was macht das mit dir? Naja, es findet nicht statt. Ich bin wirklich seit 15 Monaten stillgelegt, also faktisch ein Berufsverbot sozusagen. Und das macht schon viel mit mir. Also jetzt eher am Anfang, vor einem Jahr habe ich das noch genossen und irgendwie mal in meinem Schrebergarten geackert. Ich bin ja auch noch Imkerin und sowas. Sag mal bitte, wie heißt es denn, das goldige Stöffchen? Mein Honig heißt die Altenthaler Tuntenblüte. aber das ist dann einfach, das wäre auch nochmal eine Frage an dich, nämlich, was ich... so erschreckend finde, wirklich erschreckend finde, wie selbstverständlich die Kultur als erstes abgeschaltet wird. Und immer noch, also mit einer Selbstverständlichkeit, seit November ist auch wieder alles dicht und sowas. Und wo ich so denke, irgendwie, es heißt immer die Wirtschaft, man kann die Geschäfte nicht zumachen, das ist der Motor der Wirtschaft oder so. Aber dann denke ich, hallo, die Kultur ist der Motor des Geistes. Also so mit dieser Selbstverständlichkeit erschreckt mich. Die erschreckt mich und die
Hätte ich gerne auch also fordern da noch gehört, dass das nicht geht oder sowas. Also das ist so. Naja, ich glaube, das hat nun wiederum auch was mit Kapitalismus und mit bestimmten Vorstellungen zu der Frage zu tun, wie hoch sind bestimmte gesellschaftliche Themen einzuordnen auf der Skala des Bedeutenden. Und ich meine, ich kann mich erinnern, als ich vor 4,5 Jahren Kultursenator wurde, dass mir damals Leute begegnet sind mit der Ansage, na, du hast gerade hier eine Wahl gewonnen und jetzt machst du hier so ein Pillepalle-Thema. Also schon auch da sozusagen drückt sich ja was aus. Kultur, das ist irgendwie so über rote Teppiche latschen, das ist irgendwie in Theaterpremieren rumzusitzen, sich sozusagen von den Philharmonikern der Welt einen schönen Abend spielen zu lassen, aber dass das vielleicht eben dann doch nochmal eine andere Dimension hat, die vielleicht nicht mit Kapitalverwertung so zu tun hat, wie der alltägliche Absatz der Waren. Ist etwas, was mir relativ schnell begegnet. Das hat mich jetzt wegen der Pandemie eigentlich nicht gewundert. Aber wie bist du persönlich durchgekommen? Was hast du gemacht? Was hast du in dieser Schrebergarten hin oder her? Aber Schrebergarten, ich meine, wie kommt man da durch? Naja, irgendwann war es Geld alle. Also auch das Ersparte. Ich habe wirklich, also alles, was ich irgendwann mal hatte, ist weg. Und dann war klar, ich muss einen Job suchen und bin jetzt bei einer berühmten Schweizer Schokoladenfabrik als Verkäuferin. Und dann war das aber auch noch zu wenig, weil dann irgendwie auch wieder Kurzarbeit war und bin halt jetzt seit Februar dann im Impfzentrum. Auch halbtags in Tegel, wir sind ja gleich nebenan bei der Arena. Und was sehr schön ist, dass der tatsächlich gerade Arena und Tegel irgendwie 3/4 der Leute aus der Eventbranche kommen. Also vom Tontechniker über, weiß ich was, Bühnenbildner und haben wir alle da. Und muss ich nochmal richtig stellen, also es ist nicht ehrenamtlich, weil dann alle manchmal uns komplett lohnen, also wir werden dafür bezahlt. Natürlich haben wir ein Interesse daran, dass diese Pandemie auch eben drum beendet wird, weil wir eben stillgelegt sind und sowas. Und das ist auch Idealismus und es ist auch genau die richtigen Leute in dem Impfzentrum, weil die nämlich vom Nachtleben gewohnt sind, mit den Leuten umzugehen. Und das ist sehr herzlich und sehr schön zu gucken, wie Barmänner und coole Türsteher irgendwie herzlich mit den alten Leuten sind. Das ist echt ein Fest und danke an meine Kollegen. Ja, da geht jetzt ein Gruß raus an Jens Quade vom Deutschen Roten Kreuz Müggelspray, weil das haben wir tatsächlich auch mit der Kulturverwaltung zusammen organisiert, zu sagen, lass doch die Leute, wenn sie gerade nichts anderes machen können und wenn der Bund sich um ihre soziale Absicherung nicht kümmert, wenigstens in dieser Pandemiesituation in den Zentren helfen. Ich war auch selber da und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Leute eine Menge Spaß haben, also dass es ihnen wirklich gut damit geht. Hast du irgendwie insgesamt so eine Rückmeldung? Wie sieht es denn gerade aus? Also Kultur ist als erstes abgeschaltet worden. Wir fahren jetzt langsam wieder hoch, aber was dein persönliches Umfeld, was die Leute angeht, die du magst, mit denen du seit langem zu tun hast, was ist denn da die Stimmung? Ich habe tatsächlich Albträume, dass wenn ich wieder auflege, dass ich nicht mehr weiß. Also ich habe ich zweimal jetzt schon gehabt, dass ich nicht mehr weiß, wo welche Musik in welchem Ordner ist. Ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem. Und so, aber nein, ich wollte was anderes sagen. Was? Wie geht's euch allen da? Habt ihr das Gefühl, dass es jetzt, also wie ist die insgesamt die Stimmung gerade? Also ich kann es ja nochmal anders machen. Also da kam dann im November, also wir haben dann irgendwann geschafft, zum Sommer hin uns so ein bisschen rauszurackern aus dieser kompletten Zumachphase. Ja. Und dann kam im Oktober dieser Wusch, jetzt machen wir mal Bordelle zu Freizeit. Alles, was jetzt Freizeit ist, muss jetzt mal, also alles, was irgendwie Spaß macht, muss jetzt mal verboten sein. Die Kanzlerin tritt vor die Kamera und erklärt uns allen, jetzt müssen wir den Gürtel enger schnallen. Nicht mehr ökonomisch, weil wir hatten ja die Bazooka, aber emotional. Jetzt müssen wir alle emotional den Gürtel enger schnallen, weil es geht um das große Ganze und die Volksgesundheit. Langsam geht es ja wieder los, aber wie ist die Stimmung? Naja, es ist ja schon auf unsere Kosten, weil ich finde, klar haben wir mal diese Soforthilfe bekommen. Dings, ich habe dann blöderweise auch die Soforthilfe des Bundes und nicht die 9.000, aber irgendwie 3-4 beantragt und kriege jetzt irgendwie eine Rückforderung, weil ich ja keinen Dings, also keine Betriebskosten, weil ich mir nicht ein großes Büro oder kein Auto geleast habe oder sonst was, muss ich die Kohle zurückzahlen. Ich habe tatsächlich gehofft, dass das irgendwie vielleicht nicht stattfindet und dann nochmal dran gedacht wird, die Leute anders zu versorgen. Nein, ich muss diese Kacke zurückzahlen. Weiß noch nicht wie.
Und die Stimmung ist, naja, tatsächlich, wir können alle nicht mitrechnen. Ich hatte eigentlich vor, mit einer Freundin den Berliner Tuntenball wieder aufleben zu lassen. Das hätte vor einem Jahr passieren sollen. Wir wissen immer noch nicht, wie wir kalkulieren können und machen. Und, aber aufgegeben, aber auch, aber aufgegeben habt ihr es nicht. Und das könnte ja noch klappen. Also ihr seid naja, noch nicht sagen alle wir mal so, Chile, also meine Kollegin hatte auch noch andere Veranstaltungen, die sie dreimal, glaube ich, ihre Vaudeville Variety absagen musste. Sie hat es auf Hotelkosten, auf Flugkosten sitzen geblieben und so. Die ist schon verdammt verzweifelt und auch frustriert und eigentlich auch mit keinem Bock mehr. So, also wir lassen es offen. Wir sind so am Kalkulieren mit Frühjahr 22, ob es wirklich ist. Es ist immer noch eine unsichere Kiste. Und auch die anderen. Also ich habe jetzt ein, zwei, drei Bookings für irgendwie mal einen Geburtstag oder eine Hochzeit. Aber ob das wirklich stattfindet und die Clubs werden als letztes öffnen, irgendwie wenn Glück, Ende des Jahres, wenn überhaupt. Und die Perspektive ist natürlich, wir haben jetzt zweimal eine Verlängerung im Impfzentrum bekommen. Schluss ist wahrscheinlich dann Ende September. Dann weißt du trotzdem nicht, wie weiter. Okay, ich bin mal optimistisch und sage, wenn ihr im Impfzentrum durch seid, dann ist der Durchimpfungsgrad der Gesellschaft so groß, dass Kultur wieder funktioniert. Wir planen gerade im Sommer ein bisschen was Schönes, aber mal ganz anders. Also nichts von dem, was du dir bis dato gedacht hast, ist komplett abgesagt. Es könnten Dinge stattfinden. Du bist also zumindest. Aber die Verunsicherung ist tierisch groß. Okay. Das ist immer noch, für uns ist es immer noch unkalkulierbar, weil du weißt nicht, dann brennt irgendeine Impfherstellfabrik ab oder sowas, und sowas. Du weißt ja nicht, was passiert. Das ist wirklich alles oder es ist irgendwie, ja. Hast du schon bei DB Enteignen unterschrieben? Habe ich. Natürlich, Warum? Ich habe auch schon auf der. Weil ich es teils richtig finde, ich finde es falsch, die zu entschädigen, muss ich tatsächlich sagen, da bin ich doch revolutionär und finde, also, sehe gerne hier ein, gerade jetzt, wenn Vonovia irgendwie noch Deutsche Wohnen schlucken will. Und es ist selbstverständlich, weil ich finde, und da müssen wir, also ich will da hinkommen, ich will, dass Wohnen ein Grundrecht ist, zur Grundversorgung gehört und damit keine Profite gemacht werden dürfen. Sowas gehört ins Grundgesetz, sowas gehört und so Leute, die auch nur auf Rendite aus sind, gehören enteignet, fertig aus. Ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit. Okay, die coole Drag Queen und der schwule Bürgermeister treten jetzt zusammen am 26. in Berlin an. Wir wollen hier irgendwie die Stadt rocken. Queer ist mal früher so an sich assoziiert worden mit progressiv. Ich würde mal jetzt vorsichtig sagen, naja. Was können wir jetzt noch tun? War ja früher. Was können wir jetzt noch tun? Was ist jetzt das, was wir uns für die nächsten 4 Monate gemeinsam vornehmen? Wir zwei. Also um hier den Laden zu rocken, um die Stadt nochmal irgendwie richtig so aufzurütteln und zu sagen, ey Leute, wenn ihr eure Identität, ihr eure Art zu leben, ausleben wollt und nebenbei soziale Fragen nicht vergesst, also auch immer versteht, dass Sexualität, dass die Wahrnehmung des Individuums in Hierarchien, in gesellschaftlichen Hierarchien nicht nur was zu tun hat mit Freiheit, sondern auch was mit sozialen Verhältnissen, mit sozialer Gerechtigkeit. Was können wir noch ein bisschen, wollen wir noch ein bisschen rumspinnen? Wir sind hier unter Kamera, wir können erstmalig mal öffentlich rumspinnen. Na, mir liegt im Moment, ich finde einfach den Ton miteinander, was mir wirklich ganz viel dran die liegt. Die Zuspitzung. Ja, ne, einfach, ich nenne es immer diese Facebook-Mentalität, weil ich schreibe das schon sehr den sozialen Medien zu. Einfach dieses Reinrotzen und Dings. Das ist also, was ich vorhin gesagt habe, Demokratie ist einfach auch eine andere Meinung akzeptieren zu können und sowas. Und das geht den Leuten im Moment so, aber ich finde dieses Shitstorm und alles, ich finde das so widerlich. Ich finde wirklich, wir müssen endlich wieder lernen, ein bisschen respektvoller miteinander umzugehen, tatsächlich auch andere Meinungen auszuhalten. Und sowas in die Richtung wünsche ich mir. Irgendwelche Happenings, irgendwie so einfach, wo du einfach wieder lernst, andere, also was uns ja auch gerade fehlt, ist einfach die Körperlichkeit sowieso, aber auch einfach andere Leute zu sehen. Ich habe einfach gemerkt, wenn du Leute siehst im Moment oder seit 15 Monaten, dann nur gezielt, weil du diese Leute sehen willst. Es gibt keine Zufallsbekanntschaften mehr. Du bist einfach, queeres Leben kommt sowieso gerade nicht vor. Irgendwie so, wir sind irgendwie wegradiert, also weil wir nicht zusammenkommen. Gerade für die queere Community sind Zusammenkünfte so wichtig, irgendwie und sich auszutauschen. Und da finde ich irgendwelche Happenings, mir fehlt es selber auch einfach wieder, ich habe das jetzt gemerkt, auch durch die Arbeit alleine, einfach andere Welten auch wieder zu sehen, wirklich über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken und zu sehen, was andere Realitäten auch sind und sowas. Und das ist, finde ich, verdammt wichtig, wirklich zu lernen, andere Realitäten und Respekt mit voneinander zu haben. Das ist,
da muss irgendwas passieren. Wenn wir uns ja auch auf, durch die Parks tanzen mit Abstand oder sonst was, ich weiß es nicht, gemeinsam shoppen gehen mit Abstand, ich weiß es nicht. Also so, mir fehlt wirklich das Zusammenkommen mit Leuten und wirklich andere Realitäten zu sehen und zu akzeptieren, weil wirklich das ist auch einfach das, nur durch die Gewöhnung irgendwie lernen wir Respekt voneinander. Wir müssen uns ja sehen, auch die anderen Leute und die jetzt denken, was ist hier für ein bunter Vogel oder was, den kann ich nicht ernst nehmen oder so, aber ihr werdet mich noch öfter sehen müssen, wollen, sollen und dann einfach zu sehen, wer ich auch bin, weißt du, ich merke selber auch, dass oft jetzt mittlerweile ich schon Vorurteile, zack, dass, wie schnell das geht, gerade ich, wo ich irgendwie mich als so aufgeklärt betrachte oder so, ich merke, ich bin in meiner eigenen Blase und das finde ich halt, hat sich durch Corona total verstärkt und ich finde, da möchte ich unbedingt raus und ich möchte unbedingt wieder lernen, irgendwie andere zu sehen, andere Begegnungen zu haben, ungeplante Begegnungen und sowas und ja. Hast du das Gefühl, dass die letzten 14 Monate dich angefasster gemacht haben, sensibler gemacht haben? Versuch mal für dich zu beschreiben, was diese 14 Monate für dich waren. Also tatsächlich sozusagen vom Gefühlten her. Das war meine 14 Monate. 14 Monate teilen sich am Ende wahrscheinlich wieder auf Phasen. Ja, eben, das teilt sich. Also es ist tatsächlich ja eben Phasen. Also das ist dieses, am Anfang habe ich dann wirklich mit da in meinem Garten gewidmet und dann war auch mein ganzes Kulturleben erstmal so weg, wo ich so gemerkt habe, okay, also das ist jetzt sehr persönlich, ich werde älter, irgendwie vielleicht ist auch langsam Zeit für einige Sachen nicht mehr zu machen oder sowas oder gehe ich in eine andere Richtung oder sowas, vielleicht kommt es ja eben auch daher, jetzt auf der Liste zu stehen und dann aber auch mit der Arbeit, irgendwie, ich hätte mir das nie vorstellen können, irgendwie Verkäuferin im Schokoladen, weißt du, ich liebe das. Also gerade in der alten Filiale, in der neuen war ich ja noch gar nicht, die ist leider immer noch zu Corona-bedingt, aber also ich liebe meine Kollegen, ich liebe den Umgang mit den Leuten, ich hätte es nie gedacht, irgendwie so und dann das Top obendrauf ist tatsächlich noch das Impfzentrum irgendwie. Also wirklich, da geht mir das Herz auf, wenn ich sehe, wie die Leute mit den Impfgästen umgehen und sowas. Impfgäste, das Wort des Jahres. Sag mal, worauf freust du dich jetzt, glaube ich, jetzt so gerade in diesem Moment am meisten? Ich meine, so Wahlkampf ist ja vielleicht auch eine schrille Geschichte so, aber ich meine, jetzt kommt so langsam, die Inzidenzen gehen runter, die Leute lassen sich impfen, ihr helft mit dabei, dass das alles auch irgendwie halbwegs funktioniert. Man kann sich überall testen lassen, langsam gehen die Dinge wieder. Hast du irgendwas, worauf du dich am meisten freust? Ja, tatsächlich, dass man sich wieder anfasst. Also ich habe so einen bestimmten Kreis, mit dem man körperlich ist und sowas, aber auch eben, ja, das fehlt mir schon, Kontakt mit anderen Leuten und eben auch tatsächlich diese zufälligen Begegnungen und sowas. Und ich merke aber auch, ja eben, also es wird ja langsam alles euphorisch, langsam es kribbelt irgendwie, jetzt wird sowieso wärmer, die ganze Zeit war es kalt, es passt so zum Wetter auch, dass irgendwie jetzt die Freude kommt, irgendwie es wird wärmer, es wird besser, wir können wieder raus und ich hoffe auf eine große Party, ich hoffe auf, dass die, also weil wirklich der Geist auch so ein bisschen bei vielen wirklich frustriert ist und dunkel und sowas. Ich hoffe, dass das hier alles wieder ein bisschen schöner, bunter, lauter, vor allem lauter auch, ja. Und das ist total verrückt. Da kommt die Linke zusammen mit der Stadt, glaube ich, die Bock hat auf sowas, auf ein bisschen Krach, auf ein bisschen Radau, aber alles mit Solidarität, Zärtlichkeit und Nähe. Vielen Dank, Gloria, dass du heute hier bei uns warst und sehr, ich freue mich auf die nächsten 4 Monate weiter. Ich freue mich auch. Ja, ihr beiden. Dankeschön. Wir haben Besuch. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte euch beiden noch so Ewigkeiten zuhören, weil du hast mir so aus der Seele gesprochen. Das ist wirklich, da ist so viel Wahres dabei, was ihr beiden sagt. Das ist, vielen Dank dafür. Auch an dich, Klaus, der uns so toll durch die ganzen letzten Monate gebracht tut, was hat. Ja, also ich habe dir ja schon oft genug gedankt. Ich muss dir auch nochmal danken, was du für Kulturschaffen gemacht hast. Wirklich. Cheers. 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 Ja, übrigens, was ich auch nicht unerwähnt lassen darf, und zwar hat mir das die tolle Amira gesagt, dass dein Dress genauso aussieht wie das von Britney Spears in Toxic. Da muss man mal drauf achten. Ja. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, die beiden haben das schon angesprochen und zwar beschäftigen wir uns mit einem der großen linken Themen des vergangenen und auch des diesjährigen Jahres. Es geht natürlich um nichts anderes als den Mietendeckel.
Die Mieten, und das ist nicht nur in Berlin so, steigen in vielen Städten, in Großstädten noch viel mehr rasant in die Höhe. Es ist so, dass immer eine immer stärkere Verdrängung einsetzt. Menschen können sich das Leben in den Städten nicht mehr leisten, werden an den Rand gedrängt und müssen teilweise auch Städte und damit ihr bekanntes Umfeld auch verlassen. Der rot-rot-grüne Senat in Berlin hat deshalb einen Mietendeckel eingeführt. Dieser Mietendeckel war einzigmalig in der Bundesrepublik Deutschland. Man hat damit Neuland betreten und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht irgendwie den Mietendeckel gekippt, aber irgendwie auch nicht wirklich, weil nicht der Mietendeckel gekippt wurde, sondern das Land Berlin oder die Regierung, der Regierung einfach gesagt wurde, dafür seid ihr nicht zuständig. Da gibt es ein Gesetz in der Bundesrepublik und das regelt das irgendwie schon. Und jetzt haben wir die Situation, dass der Bund das regeln muss. Nun hoffen wir, dass die Linke stark genug wird zur Bundestagswahl, dass das auch passieren kann. Wir drücken natürlich alle die Daumen. Und es kam natürlich aber nicht nur positives Feedback, sondern es kam auch Kritik von der Immobilienlobby, natürlich von wem sonst, aber auch von einer Ecke, wo man das nicht, vielleicht nicht ganz erwartet hätte, und zwar von den Genossenschaften. Und deshalb freuen wir uns jetzt auf eine sehr kontroverse Diskussion. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat eingeladen, zu diskutieren mit Gabi Gottwald. Sie ist Mitglied des Abgeordnetenhauses für die Linke. Und Dirk Enzensberger, er ist Mitglied des Vorstands Charlottenburger Baugenossenschaft von 1907 EG. Viel Spaß!